Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und heute geht es um die digitale Identität, was das sein soll. Das wissen Sie doch bestimmt schon. Wenn Sie sich einloggen, zum Beispiel, auf irgendeine Plattform, müssen Sie eine Nutzererkennung angeben und ein Passwort. Und schon kommen Sie rein. Ne? Bank, ne? Bankkarte, reingesteckt, irgendwas angefordert, PIN angegeben. Das sind alles Identifikationsmethoden, um Ihre Identität nachzuweisen. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, dazu zu sagen, digitale Identität. Die digitale Identität ist ja nur virtuell. Was heißt denn das jetzt schon wieder? Also ich bin erstmal hier. Ne? Ich habe einen Namen bekommen von meinen Eltern, ne? Rüdiger. Mit dem identifiziere ich mich einigermaßen. Ne? Gab schon Momente, wo ich als Kind gedacht habe, warum haben die mir diesen Namen gegeben? Ne? Also die Identität ist etwas, das liegt eigentlich in unserem Herzen. Es hat keinen Namen. Ich bin ein Mensch, okay? Jetzt kriegen wir von unseren Eltern, von staatlichen Autoritäten, von wem auch immer, etwas übergeholfen, was uns als Ausweis dient. Ja, vielleicht einen Personalausweis. Wessen Personal bin ich? Ich bin kein Personal. Ich bin ein Mensch. Okay. Jetzt geht's weiter im nächsten Schritt. Dieser Personalausweis hat eine Nummer. Ich bin keine Nummer. Ich bin ein Mensch. Aber diese Nummer brauchen wir, damit wir vielleicht ein Bankkonto eröffnen können. Und wenn wir dieses Bankkonto eröffnen, dann bekommen wir eine neue Nummer, eine Bankkontonummer, ne? Eine IBAN-Nummer vielleicht, was auch immer. Das sind rein willkürliche, formale Festlegungen, die wir in unserem Leben brauchen, damit wir, tja, mit einer digitalen Identität interagieren können. Damit ich eine Überweisung machen kann von irgendeinem Betrag, der auf meinem Konto ist, auf ein anderes Konto zum Beispiel. Es gibt viele, viele Beispiele, wo jetzt also diese digitale Identität, die eigentlich gar nichts mit mir zu tun hat, weil ich bin ja der Mensch und das andere ist ja nur etwas, womit ich umgehen muss, damit zum Beispiel Leistungen transferiert werden können. Ist so einigermaßen klar geworden, was eine digitale Identität ist im Verhältnis zu einem selbst? Nein. Ich glaube nicht. Dafür ist das, was ich hier gesagt habe, vielleicht sogar noch zu schnell gewesen, zu kurz gewesen. Darüber kann man sich stundenlang unterhalten. Okay, Sie haben jetzt inzwischen 100 Logins auf irgendwelchen Plattformen, ne? Was weiß ich, Amazon, Check24, bei Ihrer Bank, bei zig anderen Plattformen. Und Sie haben sicherlich schon mal drüber nachgedacht, wie schön es doch wäre, wenn man sich überhaupt nicht einloggen müsste. Wenn das System einen schon kennen würde, wenn Sie auf es zugehen, wenn Sie vor irgendeinem Computer sitzen würden. Und der Computer begrüßt Sie gleich mit Hallo, Rüdiger, ne, zum Beispiel. Dann würde ich denken, Scheiße. Hatte ich nicht eben gesagt, das ist schön, wenn das System einen kennt? Nun ja, also ich bin noch in einer Zeit groß geworden, da gab es solche Systeme nicht, die diese Macht hatten,
die meine Daten hatten, die einfach programmiert werden von irgendjemandem, der dann anhand eines Iris-Scans, eines Fingerabdrucks, vielleicht im nächsten meines Geruchs oder anhand von irgendwelchen anderen Merkmalen, die ich mit mir rumschleppe, feststellen können, das ist Rüdiger. Und dieses System ist möglicherweise vernetzt mit anderen Systemen. Kann jetzt vielleicht abfragen, was mag der denn besonders? Oder wie kann ich den denn jetzt beeinflussen in irgendeine Richtung, die ich gerne hätte? Oder wie kann ich ihn ärgern, dass er wütend wird und dass ich ihn dann vorführen kann? Woanders. Ja, also dieses System hat unendlich viel Macht. Es stützt sich auf die Daten, die bereits im Internet verfügbar sind. Wer da zum Beispiel nach dem Begriff Big Data recherchiert, wird fündig werden, was es da schon alles gibt und wie die Systeme miteinander vernetzt sind und dass es Datenhändler gibt. Und vielleicht auch, dass die NSA ein Terabyte für jede Person auf dieser Welt gespeichert hat, ja? Kann sein, dass das so ist. Kann auch sein, dass das vielleicht weniger oder mehr Daten sind. Das weiß niemand so genau. Aber dass es Bestrebungen gibt, jede Person komplett zu erfassen, damit wir in Zukunft eine digitale Identität bekommen. Diese Bestrebungen sind für mich deutlich sichtbar. Das ist keine Verschwörungstheorie, das sind Fakten. Sie sind belegbar. Jederzeit, überall. Brauchen Sie bloß die Zeitung aufschlagen und Sie sehen, es gibt Bestrebungen hin zu einer Identität, die Sie im Netz abbildet. Da können Sie sich denn noch irgendwann Ihren Avatar dazu aussuchen und wenn Sie dann komplett abgebildet sind im Netz, dann stellt sich natürlich die Frage, wozu brauchen wir unseren Körper überhaupt noch? Reicht es nicht aus, wenn wir komplett abgebildet im Netz herumschwirren und uns dort mit anderen austauschen? Jetzt haben Sie einen Schreck gekriegt. Ja, diesen Schreck habe ich schon lange. Weil diese Avatare, diese digitalen Identitäten, die haben nichts, aber auch gar nichts mit einem Menschen gemeinsam. Mit seinen Fühlen, Gefühlen, mit seinem Glauben, mit seinem Umgang mit anderen Menschen. Es ist einfach bloß eine Spielewelt. Spielewelt sage ich deshalb, weil wir seit Jahrzehnten quasi mitwachsen konnten, wenn wir ein bisschen uns das Gaming angesehen haben, mit Spielen wie Age of Empires oder den Sims oder weiß der Teufel was für Spielchen, die eigentlich nur eine Vorbereitung sind auf diesen nächsten Schritt. Ja? Auf die Abbildung eines real existierenden, analogen Menschen hin zu einem elektronischen Impuls in einem gigantisch großen Computersystem, was man natürlich auch problemlos abschalten kann. Und diesen Weg hin zu dieser weltweit eindeutigen digitalen Identität, den möchte ich für mich nicht mitgehen. Ich bin jetzt demnächst 61 und die restlichen 20 Jahre oder 30 Jahre oder 40 Jahre meines Lebens, ich hoffe, das werden so viele, möchte ich gerne ohne diesen Quatsch auskommen, den ich nicht brauche, um ein Mensch zu sein.
was den Menschen eigentlich ausmacht. Das hat gerade Eugen Drewermann in seiner Neujahrsansprache ganz deutlich gemacht für mich. Es war eine Ansprache, wie ich sie vom Bundespräsidenten erwartet hätte. Aber nein, die Ansprachen von Herrn Steinmeier werden immer erbärmlicher. Und somit muss ich mir jetzt meine Ansprachen bei denjenigen suchen, die mein Herz erwärmen, die mich als Mensch ansprechen, die meinen Glauben widerspiegeln, die meine Meinung widerspiegeln. Und dazu gehört zum Beispiel Eugen Drewermann, Neujahrsansprache 2022, unbedingt ansehen. In einem Kommentar steht, es sei ein epochales Werk, glaube ich, so ungefähr. Ich schließe mich dieser Ansicht an und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und hoffe, dass Sie noch ein bisschen nachdenken über diese digitale Identität, die uns hoffentlich erspart bleibt. Jedenfalls die, die Klaus Schwab und seine Leute für uns geplant haben. Mit der habe ich gar nichts am Hut. Schönen Tag morgen.